6,98 Meter für vier echte Schlafplätze. Das Ganze aus Full GFK. Das bedeutet, das Dach, die Seitenwände, der Boden aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Und das Ganze ist sehr, sehr lange und gut haltbar, auch bei Hagel. Grüß dich, Arthur. Moin, hallo. Ja, 49.999 Euro, da ist das Hubbett jetzt noch nicht dabei, oder? Nein, das ist jetzt der Grundpreis des Fahrzeugs plus Überführung und die Ausstattung, die man sich wünscht. So, es gibt einige Pakete. Das fängt an mit dem Paket Media zum Beispiel für 2.000 Euro. Da kriegt man unter anderem eine Sat-Anlage, auch das Radio schon? Oder? Da sind dann Radio, Rückfahrkamera, Sat und TV enthalten, genau. So, und da gibt es die diverse Komfortpakete und. Man kann ihn schön voll machen. Ihr habt jetzt hier einen richtig schönen vollen mal gezeigt. Ja. Aber gibt es den einen oder anderen schon mal, der sagt, nö, ich nehm zunächst mal das Basismodell und später mal? Ja, das gibt es natürlich auch. Hier kann jeder Kunde individuell sein Fahrzeug ausstatten. Ja, die meisten nehmen aber das ein oder andere Pakete. Grundsätzlich kann man sagen, dass der Großteil unserer Pakete sind natürlich auch preislich interessant. Das gehört mit zu diesem Discount-System und ich würde sagen, dass wahrscheinlich über 90% diese Pakete wählen. Ja. Ja, was krass ist, ihr kriegt die Fahrzeuge praktisch ohne Pakete, könnt ihr hier ausrüsten, baut immer das Gleiche, was den Vorteil hat, dass die Leute natürlich genau wissen, wo sie welches Loch bohren müssen, was zu machen ist. Das ist praktisch Erstausrüsterqualität, oder? Auf jeden Fall. Also man sich vorstellen, dass wir hier bis zu 1.500, 2.000 Fahrzeuge im Jahr verkaufen, ausliefern müssen. Und da ist es natürlich wichtig, dass du eine Harmonisierung in dem Ganzen hast. Ja. Das Ganze ist immer erklärungsbedürftig, weil die Leute suchen natürlich bei Discount-Wohnmobilen immer den Fehler, den Haken. So wie ich. Denn ihr habt viele Kunden, also ich glaube 10.000 über die Jahre, die ihr jetzt bekommen habt, viele kaufen tatsächlich nochmal bei euch. Ja, wie ich vorhin schon erzählt hatte, haben wir hier ein System, wo man den Kunden kreisen lassen kann. X-Go ist jetzt unser klassischer Einsteiger. Wir bieten aber auch zum Beispiel Hümer, Bürster, LMC an. Das heißt, auch beim zweiten Fahrzeug können wir dem Kunden den richtigen anbieten. Ja. Frage X-Go, die Aufkleber, kann man die abföhnen? Das kann man, ja. Gab es schon mal Leute, die es gemacht haben? Nee, gab es noch nie, oder? Ich glaube, das gab es schon, ja. Wir haben auch viele Kunden, wir machen es ab, die wollen dann was Individuelles drauf haben. Ja. Folierungen sind gerade total modern. Also ich würde... Dann kennst du das mit diesen Hundebildern, Landschaftsbilder und so weiter, ja. Ja, ich kenne das nur mit so vier... Jetzt hast du das extra weggemacht, ja, für den Dreh, weil du so ordentlich bist. Das war der andere Wagen. Das war der andere Wagen, jetzt war es da. Aber wir können noch mal kurz aufs Heck eingehen. Auch das Heck ist aus GFK. Ja, der komplette Aufbau, Dach, Seitenwände und Boden sind aus GFK. Das Ganze ist verrottungssicher, das heißt, GFK verrottet nicht, oder? Nein, GFK ist ein sehr robuster Werkstoff. Auch mit den Lackierungen haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, die Fahrzeuge vergilben über die Jahre irgendwie nicht mehr. Und ich denke schon, dass es für die Fahrzeuge ein Push war, auf dieses Material zu gehen. Ja, was interessant ist, ihr habt weiße Fahrzeuge, viele haben ja gelbe Fahrzeuge. Das kommt den Leuten sehr, sehr entgegen, oder? Ja, wie gesagt, früher, noch vor einigen Jahren, hattest du diese Probleme mit den Vergilbungen. Das sieht irgendwie dann natürlich ätzend aus. Und hier, ja. Das war mal die Farbe, die viele Fahrzeuge früher hatten. Das war so, ich sag mal, Gelcoat, der drauf war, so Gelcoat-Farben, der drauf ist. Dann habt ihr ordentliche Fenster mit drin. Ihr habt entsprechende Fenster von Dometic. Auch die sind doppelverglast. Das heißt, also da läuft nichts an oder so? Nein. Nee. Nein. Das heißt, innen drin sieht man sehr schön, da ist dann Luft eingeschlossen oder beziehungsweise ein Vakuum ist mit drin und dadurch habe ich gute Dämmwerte. Das Einzige, was immer schwer zu dämmen ist, ist natürlich das Fahrerhaus. Das ist in dem Fall von Fiat. Ja, das ist ein Fiat Ducato 8 hier in der Serie mit 140 PS. Und jetzt sieht man mit so schwarzer Skidplate, schwarze Scheinwerfer, das sind so kleine Upgrades. Ne? Ja, Fiat bedeutet ja für... Italiener ausreichende Technik und das war ein Scherz. Fiat, eines der größten Werke für das Thema Nutzfahrzeuge überhaupt weltweit. Also ich weiß, dass zum Beispiel Amazon 8000 Fiats gekauft hat, ganz zu eurem Leidwesen, die irgendwie da sind. Also ich habe eine viel höhere Stückzahl als das gehört. Fiat ist ja seit 21 in der Stellantis-Gruppe und ich meine, die haben mehrere 10.000 Fahrzeuge gekauft, was uns tatsächlich... Probleme gebracht hat. Ja. Die meisten Fahrzeuge, ich sag mal, fahren noch. Ihr habt hier teilweise auch Fahrzeuge hier aus 2000, die ihr erst ausgeliefert habt. Ducato, sehr langlebig. Absolut, ja. Der Ducato ist der Marktführer grundsätzlich.
Nur durch die, ja, durch die aktuellen Lieferprobleme ist es etwas getrübt, kann man schon sagen. Ja, ja, der Fiat Ducato 8, wirklich ein Gamechanger. Hier vorne sieht man es. Ihr baut grundsätzlich auf Fiat auf. Ja. Das hat euch natürlich jetzt in den Lieferzeiten ein bisschen zurückgeworfen, ein kleines bisschen, muss man sagen. Aber ihr seid der Sache treu geblieben. Das wird auch belohnt von den Kunden. Auf jeden Fall. Der Fiat ist und bleibt eben das Nonplusultra für Wohnmobile. Und davon abzurücken wäre ein Fehler. Also, bedeutet auch, ich bekomme bei Fiat unglaublich viel Zubehör. Das heißt, wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, ich möchte diese Tür praktisch einbruchssicherer machen, das geht, oder? Natürlich, aus dem Zubehör können wir im Prinzip alles anbieten, was der Kunde sich wünscht. Genau, Fiat, eine ordentliche HiFi-Anlage mal einbauen. Auch das macht ihr ja, wenn der Kunde sagt zum Beispiel, ich bin jetzt, möchte gerne mal einen ordentlichen Bass haben, Bass-Subwoofer geht, oder? Das geht auf jeden Fall. Da haben wir Pakete von Bang & Olufsen, von Hammann und Cardon. Gerade wir haben auch Palmo Individual, wo Fahrzeuge wirklich sehr besonders ausgestattet werden. Und das kann man natürlich alles realisieren. Ja. So, und die Aufbautür ist mit einem Fenster versehen und sie hat einen sehr, sehr niedrigen Einstieg. Das bedeutet also, man kann hier ohne Stufe auch mal schnell ein- und aussteigen. Ich brauche keine Trittstufe, die kaputt gehen könnte. All das braucht man nicht. Wir gehen am besten mal rein. Der Grundriss, sagst du, ist sehr beliebt. Ja, über die letzten Jahre hat sich bis 7 Meter Einzelbetten, man kann sagen, das ist explodiert. Ja. Der 98 ist auch in dem Fall einer unserer meistverkauften Wagen. Ja. So, und du hast einen höhenverstellbaren Tisch. Ist der Serie der Tisch höhenverstellbar? Der Tisch ist serienmäßig, der gehört zu einem Beckenumbau. Man kann hier vorne aus der Sitzgruppe auch im Prinzip noch einen 5. Schlafplatz, jetzt mit Hubbett gerechnet, herstellen. So, und dann hast du eine riesen Sitzbank auf der Seite. Ja. Die kann man umbauen zu einem Sitzplatz, allerdings sehr exotisch. Du sitzt entgegen der Fahrtrichtung, aber bevor, ich sag mal, der Nachbarsjunge nicht mit darf, ja, setzt er sich auch mal gegen die Fahrtrichtung. Ja, gut, es ist halt Gesetz, nur in oder gegen die Fahrtrichtung, jeweils mit 3- oder 2-Punkt-Gurt, da kann man sich nicht wehren. Ob es in der Realität natürlich jeder macht, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass man mit dem Rücken zur Fahrtrichtung bei Becken kurz sitzen muss. Ja. So, jetzt hast du hier deinen Sitzbereich, das heißt absenkbaren Tisch mit drin, ein Standardgrundriss eigentlich. Das ist das, was die Leute erwarten vom Wohnmobil. Ja. So sieht es bei fast allen Wohnmobilen in Deutschland aus, oder? Also was hier, würde ich sagen, besonders ist es im Heck. Wir haben eine sehr, sehr große Garage für das Modell. Es ist im Prinzip eigentlich ein Querbettenwagen gewesen, bei dem die Betten verlängert worden sind. Und das ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Hebt ihn von anderen Modellen ab. So, ein Fiat Ducato 8, hier steht er. Es ist wirklich ein Fiat. Also ich zeige mal, es ist kein Citroën, der nur ein Fiat-Lenkrad hat, der da ist. Denn viele sagen, ja, ja, im Moment ist nun der Citroën lieferbar. Nein, ihr bleibt bei Fiat. Und dann hast du hier 2 Sitzplätze, 2 Gurtplätze. Dort ist das Polster nochmal angewinkelt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für lange Fahrten, oder? Absolut. Wenn das Polster ganz gerade ist, ist es massiv unbequem. Ja? Gerade im unteren Rückenbereich sieht man hier, macht er so eine ganz kleine Welle für die Lände. Ne? Mhm. Ich finde das sehr wichtig, gerade Polster gehen gar nicht. Setz dich doch mal bitte rein, weil du bist 1,85 Meter und viele Sitzplätze haben viel zu wenig Platz. Das kann man hier wirklich nicht behaupten, oder? Nein, die sind zu bequem. Der Vorteil ist natürlich, dass die Sonnenblende umso größer ist nach vorne. Das heißt, wenn es Richtung Südfrankreich geht, sitzt die Ehefrau meistens hinten und sagt, joch, der Karl Werner, der kann ruhig fahren. Ja, und ich genieße die Show. Ne? Ich genieße die Show. Was genial ist, du siehst kein Schlafzimmer. Also das ist, du kannst quasi die Räume komplett miteinander abtrennen. Und das lieben viele Leute, oder? Absolut. Und das ist auch wirklich besonders. In dieser 7 Meter Einzelbettenklasse ist es sehr selten, dass das so ist. In der Regel hast du halt einen offenen Grundriss. Und hier ist es im Prinzip, obwohl ich eben Bad, Dusche in einem Raum habe, in der Regel hast du die Tür dann, wenn Bad und Dusche links und rechts getrennt sind. Mhm. Und hier konnten wir das eben auch in so einem Grundriss realisieren. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die Liner-Klasse, also wo du da wirklich extra feste Türen hast, ja, und dann eine ganz offene Küche. Ja. Das heißt, auch hier hat man darauf Wert gelegt, wenn du dich mal reinstellst und mal so tust, als würdest du kochen, dann, dass wir das sehen. Also von der Größe her sehr schön. Ganz entspannt, ja, hier. Genau, du hast ein Dreiflammen-Kochfeld. Das Ganze. Piezo-Zündung natürlich, ne? Ist mit Gas. Viele haben ja für die Getränke eine Kühlbox dabei, muss man sagen. Eine Kompressor-Kühlbox, die dabei ist. Und dann ist auch der Kühlschrank hier kein Problem von der Größe. Ja. Aber dafür, dass es dann offener ist, das ist, glaube ich, unbeschreiblich fürs Raumgefühl. Ja, muss man sich vorstellen, wenn hier der große Kühlschrank drin ist, könnten wir uns eigentlich nicht mehr bewegen. Ja. Ja, also gerade bei der Küchenkonstellation kann man auch keinen großen machen. Man muss mit dem kleinen klarkommen. Aber wie du sagst, im Zubehör gibt es viele, viele Lösungen, um das dann trotzdem irgendwie hinzukriegen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt nach hinten. Denn das Thema Einzelbetten, ich glaube, da fragen. Da fragen die allermeisten nach. Habt ihr auch was mit Einzelbetten, oder? Einzelbetten ist schon ein sehr beliebter Grundriss. Ja.
Also ich würde sagen, die haben einen sehr, sehr hohen Anteil an den verkauften Fahrzeugen. Wobei zuletzt man aber auch merkt, dass Familienfahrzeuge immer stärker gefragt werden. So, was ist denn hier drunter? Ist der Stauraum? Oder? Also sind hier ein kleines Staufach im Endeffekt, ne? Na, klein. Groß. Dann das unterm Bett. Natürlich immer überall. Hier siehst du jetzt eben die Zusatzkissen vorne für den Umbau der Sitzgruppe. Man versucht immer überall, wo es möglich ist, Steuerräume zu generieren. So, das ist ein süßer Fernseher. Also anders kann ich es gar nicht sagen. Aber der Vorteil ist, du kannst ihn sehr nah an dich ranziehen. Ja, zeig mal bitte. Gut, ich kann ihn natürlich hier vorziehen, das ist kein Problem. Okay. Auch wenn man es wünscht, gerade hier auf dem Platz. Also man könnte tatsächlich auch größere Systeme montieren. Das ist jetzt eben das Gerät, das bei uns im Paket enthalten ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du vielleicht sogar einen 32er realisiert bekommst. Ja. Mhm. Große Scheiben hinten. Und ich glaube, das ist sensationell. Viele haben ja nur so ganz kleine Gucklöcher. Mhm. Hier hast du zwei Riesenscheiben, die du nachts einfach mal öffnen kannst, wenn es jetzt mal sehr, sehr stickig ist und so weiter. Und kannst einmal querlüften hier komplett durch, oder? Und du fühlst dich natürlich auch wohler durch die Lichtverhältnisse. Ja, wenn man sich vorstellt, hier war alles geschlossen, wird es im Prinzip, weiß ich auch nicht, wie in dem Lagerraum liegen. Mhm. Ja, also ich finde das gerade wichtig. Da hast du halt einen schönen Platz, irgendwo an der Klippe, am Meer, wachst auf. Bei der richtigen Positionierung siehst du gleich, was wunderschön ist. Und ich finde große Fenster immer, immer geil. Ja, oder die Handbremse war nicht angezogen. Ah, ja, okay, dann war es der letzte Trip. Der letzte Trip. Ich zeig mal hier vorne, ihr habt eine enorme Tönung drauf. Das ist, glaube ich, sehr, sehr stark getönt. Ja. Trotzdem, wenn du das schließt, du merkst es nicht direkt. Also gerade, wenn du im Süden bist, oder? Nein, also man sieht es hier auch, man kann sehr gut durchschauen. Ich finde es ganz cool, man kann halt nicht von außen gleich reinschauen im Gesamtdesign. Wir haben vorne schwarze Skidblade, schwarze Fenster. Das Ganze wird dann schlüssig. 49.999 Euro. Wie geht das? Weil oft sieht man bei Reisemobilen dieser Länge 70.000, 80.000. Gut, hier ist es natürlich die Stückzahl und das System. Wir haben große Stückzahlen, wo die Fahrzeuge gleich bleiben. Das heißt, wir haben jetzt keine verschiedenen Holzfarben, Schrankfarben. Es gibt verschiedene Polster. Das Grundprodukt ist aber gleich. Und dadurch können wir eben eine große Stückzahl produzieren und zum kleineren Preis verkaufen. Arthur Jablonski, das Wichtigste im Wohnmobil ist natürlich die Notdurft-Entladestelle. Der Thron. Der ist links neben dir. Genau. Und der darf natürlich nicht fehlen, weil wer will denn schon gerne auf eine lecker Tankstelle? Kommst du rum? Komm ich mal rum, warte. Gehen wir mal rein, denn ihr habt eine extra Dusche mit drin, separat. Absolut, ja. Das ist auch von den Kunden gewünscht. Ich sag mal, wenn man 100 Leute fragt, möchten 95 eine Dusche und darauf haben sich die Hersteller dann eingestellt. Also in jedem Grundriss ist das irgendwie integriert, ja. Ja, man will ja keine Pandemie mehr haben, aber als sie da war, war natürlich die Dusche essentiell. Gerade auf den Campingplätzen waren die Waschräume geschlossen und das war natürlich ein riesen Nachteil. Hast du das gemerkt vor 2 Jahren, dass Leute gesagt haben, man muss auf jeden Fall eine Dusche haben? Also ich kann sagen, ich habe das schon immer gemerkt. Jeder möchte eine Dusche. Okay, also hier ist der Thron. Wir haben es ja gesagt, eine Kassettentoilette von Tedford. Und ja, wenn Sie das haben möchten, am besten wenden Sie sich dann vertrauensvoll an Arthur Jablonski und das Team. Ihr habt im Bereich Discount-Fahrzeuge. Wie viele Leute, die da den Verkauf machen? Und derzeit sind wir hier zu viert. Zu viert. Ja. Das braucht man auch, oder? Das braucht man auch, ja. Kann man nach Bielefeld kommen? Wie hoch ist der Eintritt bei euch? Eine Unterschrift. Nein, hier gibt es auch kostenlos Kaffee und Wasser. Eintritt muss keiner zahlen. Ja. Komm, wir zeigen das mal ganz kurz. Hier ist eine große Ausstellungshalle. Hier bewegt sich auch sehr, sehr viel. Das ist eine Auslieferung, die gerade läuft? Ja, hier wird ein Fahrzeug für die Auslieferung vorbereitet, genau. Ja, was ist das für ein anderer Bürstner? Das ist jetzt ein Rollerteam Livingston Kastenwagen. Ein Rollerteam Livingston Kastenwagen? Genau, das ist der Duo XL. Ist auch ein sehr spezielles Modell. Der hat hinten ein Hubbett. Statt Einzelbetten und das ist schon ganz geil. Können wir auch mal reinkaufen. Ja, gleich. Machen wir ja, gleich ein extra Video. Okay. So, vielen Dank fürs Einschalten. Palmo.com.de. So, palmo.de fürs Kommen hat es noch nicht gelangt, aber das machen wir dann in Bielefeld. Tschüss.